Man muss aber eine Sache noch hinzufügen. Es gibt einmal die Nasiha, dann gibt es einmal die Al-Fadiha. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Al-Nasiha bedeutet der aufrichtige Rat. Al-Fadiha bedeutet, jemanden zu entblößen. Al-Fadiha bedeutet, jemanden zu entblößen. In Anführungsstrichen, aufrichtiger Rat in der Öffentlichkeit oder vor allen Menschen, das ist keine Nasiha. Das ist keine Nasiha. Damit kränkst du die Person, die du eigentlich beratschlagen wolltest, wenn man das so nennen kann. Du kränkst sie, du greifst sie an in ihrer Würde, du schmähst sie. Und wenn er eine Person ist, die etwas Hochmut in sich hat, dann verleitest du ihn auch noch dazu, wenn das wirklich ein aufrichtiger Rat war, wegen seiner Hochmut die Wahrheit, die du ihm gesagt hast, sie abzulehnen. Das ist nämlich meistens so. Wenn der Mensch etwas arrogant ist oder hochmütig ist und er sieht sein Gegenüber unter ihm, der wird sich seiner Aussage nicht fügen können. Richtig? Er wird sich ihm nicht fügen, denn das greift ihn an, das greift seine Würde an, dass seine Herrlichkeit wird dadurch verletzt. Deswegen sagt der Prophet, er definierte die Hochmut so, als ein Mann kam zu ihm und er hatte so einen Hang danach, sich schön zu bekleiden, sich schön zu halten. Er sagte, mir gefällt es, schön zu sein, schöne Schuhe zu tragen, schöne Kleidung zu tragen. Gehört das zum Hochmut? Er sagte der Prophet, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah ist schön, er liebt die Schönheit. Und dann erklärte er den Kibr. Was ist denn Kibr? Er sagte, al-Kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. In meiner Überlegung heißt es, wa ghamtun nas. Batarul haqq, das Ablehnen der Wahrheit. Das Ablehnen der Wahrheit ist nicht der Kibr selbst, aber der Kibr führt dazu. Jemand sagt dir etwas, es kann auch in ganz belanglosen weltlichen Dingen sein, nicht nur in der Religion. Er möchte sich einfach nicht von jemandem belehren lassen. Auch wenn es in weltlichen Sachen ist. Hier, wenn das müsstest du so machen, dann wäre es besser. Er ist aber zu stolz dafür und sagt, nein, lass mich, ich weiß schon, wie das geht. Obwohl er sich vielleicht damit viel Zeit hätte einsparen können, vielleicht sogar Geld, aber die Hochmut. Nummer zwei war Ramsun Nas. Oder ja, Ramsun Nas, das heißt, die Menschen zu verachten, sie zu verachten. Das ist der Al-Kibr. Daher, die Nasiha in der Öffentlichkeit ist eine Fadiha, keine Nasiha, wenn du jemanden tatsächlich, wenn du mit jemandem etwas Gutes möchtest, dann solltest du das unter zwei Augen machen. Oder vor jemanden, es gibt manchmal Personen, vor denen schämt der Mensch sich nicht oder ihn macht das nichts aus, wenn in ihrer Anwesenheit etwas gesagt wird oder eben vor solchen Leuten. Aber nicht in öffentlichen Sitzungen oder da, wo mehrere Menschen anwesend sind, das könnte ihn nämlich, das könnte ihm mehr schaden als nutzen. Deswegen sagt Abdul Aziz ibn Abi Ruwad, den wir auch gestern schon zitiert hatten, in dem Fall der Al-Jinaza, wenn ihr euch erinnert, sagte jene, die vor euch waren, wenn sie jemanden einen Ratschlag oder wenn sie von jemandem etwas sahen, etwas nicht Akzeptables sahen, etwas nicht Würdiges sah, ya'muruhu fi rifq, befahlen sie ihn mit Güte und mit Zärtlichkeit an, befahlen sie ihm mit Zärtlichkeit und Güte an, was sie sagen wollten. Also nicht grob. Rilza. Diese groben Wörter sind wie Hochmut, sie schaden meistens, als dass sie nutzen. Denn die meisten Menschen akzeptieren es nicht, dass man mit ihnen so spricht. Oder? Oder macht es dir Spaß, wenn jemand zu dir kommt? Vielleicht hast du etwas nicht gewusst. Manchmal macht man gewisse Sachen mit bewusst, aber manchmal kann es auch sein, dass das unbewusst passiert ist. Und jemand kommt zu dir, schreit dich an und fügt ein paar Schimpfwörter hinzu. Vielleicht fuchtelt er mit seiner Hand noch in deinem Gesicht. Würde dir das gefallen?
Ich glaube, die meisten würden nicht mal drauf eingehen dann oder nicht mal die Gedanken hegen, ihr Verhalten nochmal zu überprüfen. Also das, was weswegen er kritisiert wird. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, als er Aisha radiallahu ta'ala anha hörte, ein Jude oder so, er ist vorbeigegangen und sagte, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dann hat sie gesagt, wa alaikum wa la'na. Und über euch auch. Und die La'na hat noch andere Sachen gesagt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja Aisha, wa Aisha, ma kana rifqu fi shay'in illa zana. Der Rifq, also der Rifq heißt nicht grob zu sein. Wenn er in einer Sache ist, macht er sie schön. Wenn der Rifq eine Sache begleitet, eine Aussage oder eine Handlung, verschönert er sie. وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَ. Und wenn er von etwas entnommen wird, lässt er es hässlich dastehen. Die Handlung sieht hässlich aus, die Aussage sieht hässlich aus. Er sagt weiter, فَيُؤْجَرُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. Also, wenn jemand etwas von seinem Bruder sah, hat er ihn in einer angemessenen Art und Weise unterwiesen. فَيُؤْجَرُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. Darum wird er in seinen Befehlen und Verboten, wenn er ihm etwas befiehlt oder verbietet, belohnt. Und dann sagt er, وَإِنَّ أَحَدَ هَؤُلَا. Er spricht über eine neue Generation. Die Generation vorher ist abgeschlossen, jetzt kommt eine neue Generation. وَإِنَّ أَحَدَ هَؤُلَا يَخْرِقُ بِصَاحِبِهِ فَيَسْتَغْضِبُ أَخَاهُ وَيَهْتِكُ سِتْرَهُ. Aber dieser hier jetzt, er durchlöchert seinen Bruder. Also er meint damit, dass er auf eine unangemessene Art und Weise mit ihm seinen vermeintlichen, aufrichtigen Rat erteilt. فَيَسْتَغْضِبُ أَخَاهُ. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Er bringt ihn zum Zorn. Er bringt sein Gegenüber zum Zorn. وَيَهْتِكُ سِتْرَهُ. Und löst seinen Schleier auf. Er meint damit einen Schleier. Es kann sein, dass jemand verschleiert ist. Es besteht zwischen ihm und den Menschen ein Vorhang. Die Leute wissen nicht davon. Aber durch sein Verhalten macht er das allgemein bekannt. Das ist nur die schlimmste Form der Nasiha. Es gibt, sagen wir es mal so, zwei Situationen. Ein Mensch macht etwas, was er macht, in der Öffentlichkeit. Also ist sowieso schon bekannt. Und du beratschlägst ihn dann in der Öffentlichkeit. Das ist nicht so angemessen, aber noch schlimmer ist es, wenn er das, was er macht, im Verborgenen tut, kein Mensch weiß davon, nur du, und du beratschlägst ihn in der Öffentlichkeit und machst das weltweit bekannt. Hast du zwei Sachen gemacht. Einmal hast du seinen Schleier aufgehoben, diese Deckung, in der er war, und zweitens hast du ihn nochmal gedemütigt. Zwei Sachen.